Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Minecraft mit den Kurzhiebs. Wir haben eine Nether-Festung gefunden. Alter, ich wollte gerade. Lava. Julia will alles griefen. Ruhe. Gold, Diamant und Feuerzeug. Ah, ja, in Tasche. Sie grieft alles. Noch eine Kiste. Gold und Eisen. Was ist das? Pack dir nice. Nein. Ich weiß, es ist ein Ende. Ach nee, warte, da vorne geht's irgendwie weiter. Komm schon mal vor, wa? Noch rüberbauen. Schön. Awesome Blaze. Brauchen wir Netherwarzen? Warzen? Wahrscheinlich irgendwann. Oh, dann baue ich die ab. Ah, meine Tasche ist voll. Scheiß Wither-Effekte, ey. Spawner, nice. Noch eine Kiste. Wenn du da irgendwo so ein Kreidestück findest, nimm das unbedingt mit. Okay. So, hier ist Ende. Hast auch noch nicht so viel gesehen von der Burg, ne? Ja. Ist ziemlich verwinkelt, aber. Da lang geht's weiter. Okay. Oh. Okay, meine Pickaxe ist unbreakable. Hat gerade noch mal reinforced drauf bekommen. Was ist das? Alter, hier ist ein Blutsee. Schön. Nehmen wir ein bisschen Blut mit, glaube ich. Soll ich Blut mitnehmen? Wofür brauchen wir Blut? Weiß ich nicht. Ich nehme einfach mal mit. Nein. Warum nicht? Platzverschwendung. Ah! Ah, ich nehme es mit. Jetzt bin ich auch im Blutsee. Ach man. Was kann man denn mit Blut machen? Nix. Okay. Oder? Warte. Blut. Ich fahr mal hier ein bisschen durchs. Da kann man irgendwas draus machen, so ein Bluttrank. Schön. Ich fahr mal hier durchs Nether. Okay. Na, guck mal weiter, was du aus dem Bluttrank machen kannst. Nichts, wirklich. Außer ich kann ein Floch machen. Ich schau gerade mal selbst nach. Wieder nach Hause. In der Stunde hab ich ihn mal aufgesucht. Hm. Oh, bei mir regnet's.
Das ist voll cool, hier über See zu fahren. Kommt richtig schnell voran. Außer man fährt in eine Sackgasse. Oh, aus meiner waldigen Prinzessin ist eine wie gemeine Prinzessin geworden. Oh oh. Und irgendwie haben die jetzt auch alle andere Abstammungen. Moment, das ist unbekannte Abstammung. Das ist auch unbekannte Abstammung. Muss dann in den B-Alizer stecken. B-Alizer habe ich noch nicht. Ist das die Burg, wo wir gerade waren? Wahrscheinlich. Darum. Draconium habe ich fast nichts gefunden, nur 17. Hm. Dafür habe ich jetzt 3 Feuerzeug. So. Okay, zu viel Nether. Stein. Kann ich mir gleich einen Nether-Siegel draus machen. Okay, das hier ist definitiv nicht die Nether-Festung. Die ist überwiegend auf Lava. Die werde ich da mal erforschen. Nein! Mein Obsidian-Boot ist kaputt. Oh, du armer, armer Kerl. Du. Das war doch mein Spielzeug. Muss Mitleid mit mir haben. Nein. Doch. Nein. Du bist meine Frau. Hab Mitleid. Nein. Meine Frau ist ein Arsch. Bin ich deine Frau? Noch nicht. 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 Bin ich deine Frau? Ab in die Festung. Hui! Überall Blazes! Ich hab nichts gegen Blazes. Ich hab nur was gegen die, wenn die so gestärkt, gehäuft auftauchen. Dann mag ich sie nicht mehr. Kissen ist auch nur Schrott. Steine kann man nicht schmelzen. Oh, ich brauch noch einen Barren. Nee, jetzt muss was anderes dann außer Gold. Oh, hier ist ein Lucky Block. Oh, der ist ein Lucky Block. Oh, der ist ein Lucky Block. Oh, der ist ein Lucky Block. Was hast du dir gewünscht? Diamanten und Smaragde, die ich nicht einsammeln kann, weil mein Inventar voll ist. Wünscht man sich doch immer. Kann Schnellersteine echt nicht schmelzen? Schade. Draconium! Yay!
Noch mehr! Yay! This is potato. This is also potato. Learning English with Julia Kostyra. This is potato. This is potato. This is potato. Pflaumenkuchen. And this is Pflaumenkuchen. Mm. Warum habe ich in dem so verdammt viele Felder einfach? This Kuchen ist lecker. Was? This Kuchen ist lecker. Try this Kuchen to enjoy. Was ist das für eine Grammatik? Deine Englischgrammatik. Das finde ja sogar ich schlimm, wollte ich gerade sagen. Vielleicht bin ich. So. Muss ich kurz was trinken? Tiny good morning. Jetzt haben wir noch ein Feld. Leute, ja, voll lange, um das abzuernten, alles hier. Entschuldigung. An alle, die es noch nicht gemerkt haben, ich bin zwischendurch ein Schwein. Schade, ich hatte gerade so die leise Hoffnung gehabt, dass man Draconium Seeds machen kann. Schade. This is not what it should be. Da kann man die hier ausmachen. Nope. Schade. Gut. Mach ich mal hier mal die raus. Boah, wie viele Brote gemacht? 26. Ich glaube, Kohleprobleme haben wir jetzt nicht mehr, Julia. Okay. Habe ich nie behauptet. Sag nur. Wie macht man aus der Asche denn Kohle? 9x9. So. Wo ist meine Asche hin? Im Rucksack? Nein. Hast du vielleicht weggeworfen? Noch nicht, ich hatte ein ganzes Deck voll. Ein ganzes Inventar voll. Asche. Ach, ich hab die draußen im Inventar. Komprimieren und zu Kohle machen. Schon wieder eine E-Mail. Schon wieder ein neuer Beitrag. Muss ich mir gleich wieder durchlesen. Was macht das Feld? Ist noch nichts vollständig gewachsen, schade. Was mache ich nur? Keine Ahnung, was ich jetzt machen soll. Ich könnte versuchen, Endermänner zu farmen, damit wir ins Endportal können. Wäre eine Maßnahme, oder? Eine Möglichkeit jedenfalls, ja. Ach, wir wollten noch unsere Stadt bauen, damit du auch kannst ja schon mal ein paar Häuser hinstellen. Ach ja, genau, das ist ja auch noch. Ich könnte auch mal langsam eine Treppe bauen für mein Haus, weil ich einen zweiten Stock endlich habe. Alter.
Mein Haus ist schon komplett fertig. Mein historisches Haus. Nein, natürlich. Ich hab eine stylische Villa. Okay, mach nicht. Und noch mehr Asche. Gut, dann beende ich mal diese Folge. Ich glaube, ich werde dann in der nächsten Folge im Nether ein paar Bäume sammeln, damit ich die hier anpflanzen kann. Dann mache ich daraus dann ein paar andere Häuser und das machen wir dann in der nächsten Folge. Bis dahin, tschüss. Tschüss.